Moin Leute, willkommen zur neuen Lootbox. Und zwar Lootbox, Loot Chest heißt das schöne Ding. Da ist das gute Stück, das hat schon auf mich gewartet. Ich kam ja gestern erst aus dem Urlaub, deswegen mache ich das heute ein bisschen verspätet auf meinem Kanal. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was ist denn drinne jetzt in der, was haben wir denn, September Loot Chest. Und möchte euch auch vorweg nochmal sagen, nächsten Monat gibt es 2 Loot Chests. Und zwar einmal ganz normal die Oktober Loot Chest und zusätzlich habe ich mir eine Loot Chest Ultimate bestellt. Und zwar ist das Thema für die Ultimate im nächsten Monat Batman. Das kommt dann auch noch dazu. Jetzt fangen wir einfach mal an. Und gucken, was wir für einen schönen Inhalt haben. So. T-Shirt wie immer zuletzt, das kennt ihr ja von mir. Dann haben wir hier etwas von Spider-Man. Und zwar eine Kühltasche. Eine Kühltasche von Spider-Man. Wir machen sie mal auf. Gucken, wie groß das Teil noch wird. Das klang jetzt nicht so... Oh. Da steht gar nicht Spider-Man. Alter, warum... Wer, ich habe euch das gezeigt, ne? Spider-Man? Habe ich Lack gesoffen oder was? Man liest immer das, was man lesen will. Es ist von Superman natürlich. Bitte schlagt mich dafür in den Kommentaren. Ihr dürft mich verhauen, auspeitschen, alles. Ich weiß nicht, warum ich Spider-Man gelesen habe. Ich glaube, ich habe nur Rot und dieses Man gesehen und bin davon ausgegangen. Jo, Superman, Spider-Man. Aber wir haben natürlich hier eine Superman-Kühltasche. Da geht nicht viel rein. Aber trotzdem für unterwegs, wenn man mal zum Strand möchte oder so, gar nicht verkehrt. Cool. Das war die Spider-Man-Superman-Kühltasche. Alter, ey. Gut, man sollte das auch nicht gleich früh morgens machen, ne? So, dann haben wir ein kleines Leckli. Ballo. Was auch immer Ballo ist. Das sieht aber so aus wie so ein... Ja, wie soll ich sagen? So ein saurer Drops. So ein saurer Ball zum Lutschen. Und die habe ich früher gerne gemocht. Dann haben wir hier, glaube ich, ein Portemonnaie Wizard World Harry Potter Wallet. Das hätten wir hier. Im Moment viel Harry Potter. Auch immer ganz nette Gimmicks. In der letzten Woche hatten wir ja so ein Kaffee-to-go-Becher im Endeffekt und den hat meine Frau sich unter den Nagel gerissen und ohne Scheiß, wir suchen schon lange nach so einem Kaffee-to-go-Becher und dieser ist wirklich mal dicht. Einzige, was er nicht so gut kann, ist warm halten. Das schafft er dann irgendwie nicht so, aber dafür ist er dicht. Wenn er mal umfällt, ist er nicht gleich ausgelaufen. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das hält. Wahrscheinlich dreimal heiße Sachen drin, dann vielleicht nicht mehr, weil irgendwie sind diese To-go-Becher immer nicht ganz so doll. So sieht das Teil von innen aus. Natürlich hier oben einfach ganz normal das Weichgeld. Hier haben wir die Tasche für Hartgeld und für ja, so 3 Karten haben wir hier auch noch. Ja, fühlt sich wertig nach, ich würde ja fast sagen, Kunstleder an. Steht das hier vielleicht drinne? Komme ich jetzt schwer ran. This is not a toy. Made in China. Ja, und vorne natürlich ein Abzeichen drauf. Das schlagt mich, keine Ahnung. Also sieht man das ganz gut. Steht denn da? Das ist Gryffindor. Ihr wisst mittlerweile Harry Potter. Habe ich ungefähr so viel Ahnung von wie eine Kuh vom Fahrradfahren. Das ist nicht mein Franchise. Es kann einem nicht alles gefallen. So, dann hatten wir hier noch, das sieht glaube ich wie ein Poster aus. Und
Man könnte jetzt auch... Nein. Bitte nicht. Spider-Man und Superman, Alter, das ist... Ich habe einen Kollegen, der würde mich dafür schlagen, weil der großer Superman-Fan ist. Wir haben ein Poster von, oh Gott, The Mandalorian. Und zwar ein sehr langes. Ich glaube, früher hat man die Türposter oder so genannt. Gucken, dass ihr es ganz gut seht. Wir haben Baby Yoda, wenn ich das richtig sehe, von mir aus jetzt. Wir haben das Raumschiff von Mandalorian und den Mandalorian. Und oben den Schriftzug. Sehr cool. Wie ich finde, sieht sehr geil aus. Jetzt muss man nachher nochmal gucken, vielleicht welche Größe, also welche Maße dieses Poster hat, damit man vielleicht nochmal gucken kann, dass man das vielleicht irgendwie einrahmen kann. Sonst geht es immer so schnell kaputt, so Poster. Das ist immer so. So, dann haben wir, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ein Mauspad. Pac-Man Tabis de Souris Labyrinthe. Mauspad Labyrinth. Von Pac-Man. Auch irgendwie cool. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht aus der Tüte rausholen. Das sieht man so ganz gut. Es ist ein Mauspad. Größe ganz normal. Man kann hier mit der Maus. Aber cool. Finde ich geil. Klatsche ich mir hier hin. Trotz, dass ich eigentlich ein. Ich habe ein Mega-Mauspad hier. Das nimmt eigentlich den ganzen Tisch ein. Einfach nur jetzt, weil ich es kann. Jetzt kommen wir zum T-Shirt und ich habe schon gesehen, welches Franchise das ist. Und das freut mich sehr. Endlich mal was aus dem Super Mario Franchise. Ich habe dieses große rote M gesehen. Es steht drauf auf dem T-Shirt, Go Save the Princess. Und das gucken wir uns jetzt natürlich auch mal an. Und es ist blau. Mal ein blaues T-Shirt. Nicht immer schwarz. Ihr wisst auch, das finde ich ganz nice, gerade im Sommer. Go Save the Princess. Super geil. It's me, Mario. Sehr geil. Schönes T-Shirt, auch ein ja, das schönes Bild, schön designt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, warum man Go Save the über seine Augen geklatscht hat oder so. Aber trotzdem, man sieht das M. Es ist unser beliebtester Klempner der Welt. Geil. Ah, das ist toll. Tolle Sachen. Würde ich sogar alles selber gebrauchen, außer vielleicht das Portemonnaie. Und dann gucken wir nochmal rein. Dann haben wir einmal vom, ich glaube, letzten Monat war das. Das Zelda-Motiv des T-Shirts. Als kleines Mini-Poster. Die sind hier ja immer drin. Dann fangen wir mal an. 15 Euro das T-Shirt. 15 Euro auch das Portemonnaie von Harry Potter. Sind wir schon bei 30. Sind wir schon 5 Euro über dem Budget einer Luchess Plus. Krass. Dann kommen nochmal 13 dazu. Dann sind wir bei 43 vom Mauspad Pac-Man. 5 Euro sind wir bei 48 durch das Mandalorian Poster. Balls, Rocket Balls, Sweets, Rocket Balls sind das sogar. Das ist natürlich gratis. Und dann kommen nochmal 13 Euro für die Kühltasche, dass das im Endeffekt auch das Plus-Item ist. Das heißt, wer sich eine normale Loot-Chest geholt hätte, hat das gar nicht drin. Das sind, wie gesagt, nochmal 13 Euro. Wir waren, glaube ich, bei 48. Ich und Mathe. 58, 61 Euro. Ist der Wert dieser Loot-Chest, wo auch wieder sehr coole Sachen drin waren. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Finde ich echt toll. Das Highlight diesmal ist für mich persönlich, glaube ich, das T-Shirt. Sehr geil, endlich mal ein Super Mario Item für mich irgendwie. Schon lange drauf gewartet. Ich hatte auch überlegt, die Super Mario Ultimate zu holen. Die lief. Das muss ich überlegen. Juli, glaube ich. Kein Geld gehabt. Leider kein Geld gehabt. Und ja, wie gesagt, ich mag das Super Mario T-Shirt. Ich mag das Pac-Man Mauspad. Auch das Poster ist sehr, sehr geil von Mandalorian.
gucken, ob ich das hier irgendwo hinhänge oder ob ich mir das irgendwie einrahmen muss. Ich mal gucken. Also wenn man es erstmal hinhängt, dann geht es auch recht schnell kaputt. Das sehe ich an meinem Batman-Poster, was ich hier hängen habe. Aber das war es auch schon wieder für diesen Monat. Freut euch, wie gesagt, auf nächsten Monat. Da gibt es dann einmal zwei Loot-Chesten zum Auspacken. Einmal die ganz normale für Oktober und dann, wie gesagt, einmal die Ultimate Batman. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Wie gesagt, peitscht mich aus dafür, dass ich statt Superman Spider-Man gelesen habe. Das ist natürlich ganz, ganz böse. Das weiß ich selbst. Und wir sehen uns dann im nächsten Monat. Bis dann.